Also wir sind heute hier beim Pflügen von den ehemaligen Zuckerrübenäckern und ja, wie ihr wisst, mache ich ja immer gern Videos und es sind beim letzten Video vom Gersteräckerpflügen viele Fragen aufgekommen. Ja, warum zackert es schon mit dem Beetpflug? Es ist einfach daher, dass dieser Traktor, mein 844S, kein doppelwirkendes Steuergerät hat und ich dadurch einfach den Pflug nicht drehen kann, also keinen Vollgriffpflug dran hin kann und daher pflüge ich mit einem 3-Scharwenski-B-Pflug und das geht eigentlich auch relativ schön. Fall ist es halt so, dass dieser 3 Scharwenski, der läuft sehr, sehr gut und für so einen alten Traktor, der Traktor ist jetzt 42 Jahre alt, braucht man nicht mehr einen 3 Schar Vollgriffpflug dran hin und den quälen. Also der Traktor hat in seinem Leben genug gearbeitet und geleistet, also ich will ihn auch nicht mehr quälen. Das muss nicht sein. Das war einer der ersten mit der Komfortkabine. Und da bin ich auch relativ stolz drauf, muss man ehrlicherweise jetzt dazu sagen. Ja, hier seht ihr mal die Zuckerrüben. Gut. Ja, also das ist jetzt der Pflug. Und das ist jetzt ein Wenski 3-Schar-B-Pflug. Und ja, hier sieht man also die Pflugscharkörper. Also der Pflug ist auch schon über 50 Jahre alt. Hat auch schon einiges geleistet. Hier sieht man die Vorschäler. Die haben also die Aufgabe, das Unkraut quasi in die Pflugschar reinzumischen. Und je tiefer man diese Vorschäler oder Vorabschneider, auch gern genannt, stellt, je flacher oder tiefer geht halt auch der Pflug in den Boden rein. Ich habe den Pflug jetzt maximale Tiefe gestellt. Also das sind schon ordentliche Furchen. Und leider ist mir die Tage dieser Scharkörper gebrochen. Da habe ich dann ein Eisen drüber geschweißt, dass es überhaupt noch ein bisschen hebt. Ja. Und hier sieht man es halt ganz deutlich. Der 844 hat leider nur ein Steuergerät mit drucklosem Rücklauf. Und daher ist es fast unmöglich bis unmöglich, einen 3-Schar Vollgriffpflug dran zu hängen, weil einige schon gefragt haben. Aber mir langt dieser Pflug hier. Und ich finde auch, dass es ein toller Pflug ist. Und ja, hier zum S. Ist also wirklich ein schöner Traktor. Ich habe jetzt auch mal den Originalauspuff wieder drauf gemacht. Da habe ich dann einen schönen Sound. Man hört, ein schönes Sound hat er.